Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die meisten Menschen träumen davon, sich so unabhängig wie möglich vom Energieversorger zu machen. Das Energiedach ist eines unserer Themen heute. Alle Themen jetzt im Überblick. Besser leben im Alter, Barrierefreiheit und Wohnkomfort sind heute keine Gegensätze mehr. Besser gut vorgesorgt. In der neuen Rubrik Finanztipp erfahren Sie alles Wissenswerte rund ums Thema Baufinanzierung und besser vom eigenen Dach. Solarmodule rechnen sich vor allem dann, wenn Hausbesitzer einen Teil an Eigenstrom selbst verbrauchen. Schwellenlose Räume, höhenverstellbare Arbeitsplatten. Die Haushersteller passen sich heute der alternden Gesellschaft an. Was heute schon möglich ist, zeigt ein innovatives Projekt in Baden-Württemberg. Moderne Architektur und Barrierefreiheit müssen sich heute nicht mehr ausschließen. Fast 40% der Deutschen sind über 50 Jahre und der Anteil dieser Altersgruppe steigt. Die 50- bis 70-Jährigen, die sogenannten Best-Ager, sind heute zum großen Teil noch fit und aktiv. Ihr Wunsch? Ein lebenslang selbstbestimmtes Wohnen zu Hause, auch mit körperlichen Einschränkungen. Wir können heute vom Design her sehr schick einrichten und es fällt überhaupt nicht auf, dass es alles für einen Rollstuhlfahrer oder für jemanden mit Behinderung gebaut ist. Aber auch junge Familien sorgen heute schon für später vor. Immer mehr Fertighäuser werden barrierefrei gebaut. Ganz wichtig ist die Schwellenlosigkeit, dass ich nirgends Stolperfallen habe, dass ich mit dem Rollstuhl, wenn man einen braucht, gut in das Haus und im Haus fahren kann und dass alle meine Möbel und alle Geräte auf der Höhe sind, die ich erreichen kann. Die jahrelange Erfahrung des Fertighausherstellers ist im Lebensphasenhaus in Tübingen erlebbar, welches jetzt eingeweiht wurde. Ziel des Projekts ist es, zu untersuchen, wie technische und soziale Innovationen älteren und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, länger in der eigenen Wohnung zu leben und zu zeigen, was Barrierefreiheit heute bedeutet. Barrierefreiheit hat eigentlich nicht unbedingt was mit Rollstuhlfahrer zu tun, wo es vielleicht ursprünglich herkam. Barrierefrei bedeutet einfach Zugänge ebenerdig, viel Raum, um sich zu bewegen, also große Bewegungsflächen, vielleicht auch die Türen von vornherein breiter zu planen, sodass man für alle Eventualitäten gerüstet ist. Mehr als 80% der Deutschen möchten alle Lebensphasen in ihrer häuslichen Umgebung verbringen. Entscheidend dafür ist eine optimale, angepasste Ausstattung. Der Trend geht ganz klar zu solchen sogenannten Smart Homes. Das heißt, Sie sehen ja auch heute schon in der Werbung alle möglichen Dinge, die Sie automatisch auslösen können, von der Ferne Ihr Haus überwachen, schauen, dass alles funktioniert. Es geht aber nicht nur darum in diesem Projekt, es geht auch darum, dass wir schauen wollen, dass wir genauso die Dienstleistungen mit einbinden. Die sind eben im Moment noch nicht so weit entwickelt. Großzügiges, modernes, barrierefreies Wohnen ist heute für jede Altersgruppe und für alle Bedürfnisse möglich. Wichtig ist immer die richtige Planung. Grundsätzlich ist Hausbauen immer eine individuelle Planung. Früher gab es mal was anderes, Fertighäuser, aber heute ist es alles individuell. Dazu kommt, dass wir zu dem individuellen Bauen einfach noch die ganzen Mobilitätseinschränkungen beachten können, weil wir uns da auskennen. Bereits 2006 wurde das erste barrierefreie Musterhaus in Oberstetten errichtet. Und Innovationen dieser Art werden auf dem Hausbaumarkt immer wichtiger. Auch heute haben wir wieder eine neue Rubrik für Sie, der Bauen und Wohnen Finanztipp.
Experten stehen Rede und Antwort, sodass der Traum vom Eigenheim nicht zum Albtraum wird. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Kaufen statt mieten. Das derzeit historische Zinstief lässt den Traum vom Eigenheim für viele in greifbare Nähe rücken. Für die wenigsten allerdings lässt sich dieser Traum ohne Baufinanzierung in die Realität holen. Eine gute Beratung ist wichtig, um sicher zu sein, dass Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Vom Grundsatz her sollte das Budget einfach seriös kalkuliert sein. Das heißt, ich sollte mir als möglicher Immobilienkäufer oder zukünftiger Immobilienbesitzer Gedanken machen, was würde ich monatlich überhaupt aufwenden. Was passt zu mir? Wie sieht das Budget hausseitig aus? Welches Darlehen werde ich dafür brauchen? Und sprich, welche monatliche Rate kann ich mir leisten? Und bis wann will ich wieder schuldenfrei sein? Denn so das Prinzip, was wir hier doch kennen, bis zum Renteneintrittsalter in Schulde zu sein, darf man nicht ganz aus den Augen verlieren. Nach wie vor ein gutes Ziel sicherlich. Und da muss man einfach mit einer Tilgung von 2-3% mindestens auch starten können. Das muss eben halt schlussendlich in die Liquiditätsplanung monatlich auch reinpassen. Der Zeitpunkt zum Kauf ist günstig. Ein 200.000 € Darlehen auf 10 Jahre gibt es bei bester Bonität schon für 1,0%. Dennoch dürfen zusätzliche Kosten nicht unterschätzt werden. Ich habe trotzdem Nebenkosten noch, also die Miete fällt ja zwar weg, das ist für viele so das, was am präsentesten ist, aber Nebenkosten werde ich trotzdem haben. Da muss man einfach auch überlegen, okay, wie alt ist das Haus, welchen energetischen Bedarf hat es schlussendlich auch. Und wenn ich mir auch eine Bestandsimmobilie kaufe, muss ich einfach bedenken, ich werde die nächsten 5, 10, 15 bis 20 Jahre immer wieder ein paar Investitionen zu tätigen haben. Also Dach mal erneuern, die Fenster erneuern, so ein paar Dinge gibt es einfach noch zu tun, sodass auch ein paar Rücklagen wieder geschaffen werden müssen oder einfach Liquiditätsfreiräume auch trotz der monatlichen Belastung noch da sein sollten. Von einem Ansturm auf die Kredite sprechen die Experten zwar nicht, aber Träume könnten sich, gut kalkuliert, jetzt erfüllen lassen. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Thema Energiedach. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. So autark wie möglich vom Energieversorger zu sein, das ist der Traum vieler Menschen. Wir greifen dieses Thema heute auf und zu Gast bei uns ist Helmut Hertle von den Technischen Werken Schussenthal. Guten Abend. Guten Abend, Herr Baunach. Ihr Unternehmen bringt ja ein ganz interessantes Produkt gerade an den Markt, und zwar das Energiedach. Und liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt, was sich wirklich dahinter verbirgt. Solarstrom vom eigenen Dach. Immer mehr Menschen wollen die Sonne stärker nutzen, um Energiekosten zu sparen. Auch Familie Schweizer hat sich dafür entschieden, eine sogenannte Stromeigennutzungsanlage auf ihrem Dach installieren zu lassen. Die dauernden Kosten, finde ich, sind immer so gravierend, also wenn man so hat. Und wenn man dann Eigenstrom hat, und dann hat man weniger dauernde Kosten. Also man hat jetzt ja schon einmal Investition im Prinzip, aber man hat danach nämlich die laufenden Kosten ein bisschen gesenkt. Um das geht es uns auch. Und es ist auch gut von Umwelt. Man hat immer ein gutes Gewissen, wenn man sowas macht. Das Prinzip, umso mehr Strom selber verbraucht wird, desto wirtschaftlicher ist die Anlage. Ziel ist, dass rund 60% des produzierten Stroms im eigenen Haushalt genutzt werden. Ausgelegt wird die Anlage auf den jetzigen Jahresstrombedarf von Familie Schweizer. Nach rund 10 Jahren soll sich die Stromerzeugung vom eigenen Dach dann rechnen. Also es gibt 3 ausschlaggebende Punkte. Einmal ist es
die dezentrale Energieversorgung, Strom vor Ort zu produzieren, dann der Schutz vor steigenden Stromkosten. Und was sich wirklich auch herausgestellt hat, Punkt 3, war einfach, weil der Vollwartungsvertrag, die Anlage ist über die Pachtlaufzeit voll serviciert. Im Prinzip, ich sage auch immer, das ist wie wenn Sie ein Auto kaufen würden mit 18 Jahren Vollkasko. Die Stromeigennutzungsanlage wird vom Kunden gepachtet. Während der Vertragslaufzeit gehört der produzierte Strom ihm. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann ein individuelles Angebot zu günstigen Konditionen für den Kunden zur Übernahme der PV-Anlage erstellt werden. So spart er weiter Energiekosten. Es hört sich wahrlich spannend an und die Familie Schweizer ist auch wirklich begeistert davon. Jetzt ist das Thema Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlagen nicht neu. Was ist die Besonderheit am Energiedach? Bisher, wenn Sie einen Eigenverbrauch gemacht haben, haben Sie die Anlage gekauft. Sie mussten die Anlage dann auch um die Wartung schauen und sich um die ganze Planung, Auslegung kümmern. Bei uns haben Sie den Vorteil, Sie mieten die Anlage bei uns über die Laufzeit von 18 Jahren. Wir halten die Anlage in Stand und Sie als Kunde, wenn Sie es wären, müssen sich um komplett nichts kümmern. Wie hoch ist denn jetzt die Miete? Weil am Ende muss es sich ja für den Kunden rechnen. Also das Energiedach wird von uns so ausgelegt, dass es optimal auf den Eigenverbrauch ausgelegt ist. Und typischerweise sind das Anlagen so gute 2 kW. Und für so eine Anlagengröße beträgt die monatliche Mietgebühr ca. 50 Euro. Früher hat man bei Photovoltaikanlagen immer gesagt, Ausrichtung Süd. Heute weiß man, Ost-West passt auch. Wenn ich jetzt Interesse habe, wie finde ich eigentlich heraus oder wo kann ich mich melden? Ist diese Anlage etwas für mich oder ist es nichts für mich? Sie können sich ganz einfach selber informieren. Gehen Sie bei uns auf unsere Internetseite. Da finden Sie einen Link zu unserem Energiedach. Da fragen wir Ihnen ganz wenige Daten bei Ihnen ab und dann haben Sie innerhalb weniger Mausklicks, ich sage Viertelstunde, wenn Sie Zeit investieren, einen ersten Grobüberblick. Dann bitten wir Sie, weitere Daten zu hinterlegen und dann prüfen wir individuell Ihre Konzeption, schauen uns das an und dann kriegen Sie ein individuelles Angebot für sich. Im Beitrag war auch, den Strom, den ich produziere und selbst verbrauche, der ist kostenlos. Der ist kostenlos, das ist das Schöne. Sie zahlen dann heute ja je nachdem so um die 25 Cent, vielleicht auch mehr. Und Sie können dann Ihren Strom verbrauchen, so viel Sie wollen und brauchen sich nichts denken. Sofern er von Ihrem eigenen Dach kommt. Ich glaube, welche Frage unsere Zuschauer und auch mich persönlich noch interessiert, ein Energieversorger verkauft Energie. Warum helfen Sie jetzt den Menschen eigentlich, Energie zu sparen und Kosten zu sparen? Es sind eine Grundphilosophie in unserem Hause. Wir stehen für das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind ein sehr junges Unternehmen im Bereich Strom, haben uns aber damals schon als Vorreiter 2009 auf den Weg gemacht, die erneuerbare Energieerzeugung auszubauen. Und was wir gesehen haben bei unseren Kunden, die PV-Anlagen gebaut haben, die haben sich die Anlage aufs Dach gebaut, selber viele, und haben den Strom produziert und ihn vergessen. Und das war halt ein Renditeobjekt. War auch ein Renditeobjekt. Das ist auch ganz was sehr Legitimes, ist absolut okay. Und wir sehen eben, wir müssen langfristig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, Richtung 100% Stromerzeugung aus regenerativen Quellen kommen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie autark schaffe ich es, mit Ihrem Modell mich zu machen? Ungefähr. Ungefähr. Also, der liebe Gott spielt immer mit. Der liebe Gott spielt mit und wenn, vielleicht haben Sie ja einen besseren Bezug zum lieben Gott als manche andere, dann schaffen Sie bei guten Auslegung 60%. Sie müssen sich aber auch selber ein bisschen anstrengen. Also so typischerweise so Kleinigkeiten machen, dass sie mal sagen, okay, statt an einem sonnenreichen Tag dann meine Spülmaschine, meine Waschmaschine mittags und lasse ihn eben nicht gerade nachts um 12 Uhr laufen. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch mit lieber viel Unterstützung vom lieben Gott sehr gering, dass die Sonne scheint. Also ich muss mich auch ein bisschen anpassen, Hertle. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Viel Erfolg bei dem neuen Projekt. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir laden Sie heute schon ein, kommende Woche. Dann feiern wir unsere Premiere in Österreich und in Bayern. Seien Sie dabei. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.